Oder bist du hier im Kino, ne? Willst du dir Justice League angucken? Und ist voll. Und es ist, guck mal, keine Sau will sich diese Scheiße angucken, außer uns. Wir sind die einzig richtig dumm behinderten Leute, die sich diese Scheiße angucken und Warner Bros. Wirklich nochmal das Geld in den Rachen werfen. Suicide Squad war geil. Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzeug für euch und willkommen zu meiner Review zu dem Film, an dem wir mal wieder sehen, dass Warner Bros. Stets bemüht ist. Justice League. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film, das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber es noch gerne tun möchtet, dann könnt ihr die Review bis zu einem gewissen Punkt gucken, bis ich dann in den Spoilerbereich gehe. Ich weise euch dann aber auch nochmal gesondert darauf hin. Übrigens mal für die Leute, die normalerweise nicht in den Spoilerbereich gehen und auch später nicht nochmal dahin zurückkommen. Ich erkläre dann später immer auch noch jede Menge Easter Eggs und Referenzen. Also vielleicht ist das ja dann doch interessant. Ich gucke. Hier ist er nun also. Der neue Film von Warner Brothers, beziehungsweise der neue DCEU-Film Justice League. Der Film, der die eigentliche Antwort auf Avengers von Marvel, beziehungsweise Disney sein soll. Es ist ja kein Geheimnis, dass das DCEU unter keinem guten Stern steht. Wie wir alle wissen, ist Batman v Superman mega krass gefloppt, sowohl bei sehr vielen Fans, aber vor allem bei den Kritikern. Und dieser Film hat einer der schlechtesten Rotten Tomato Scores aller Zeiten bekommen. Und wie ihr in meiner Review zu diesem Film hören konntet, war auch ich überhaupt nicht amüsiert. Dieser Film, ne, der ist halt einfach richtig scheiße. Ich weiß, darum geht's jetzt gar nicht. Und ich könnte mich immer noch stundenlang darüber aufregen. Und ich höre immer wieder Leute, die nach und nach hervorkommen und diesen Film verteidigen wollen. Aber Leute, nein, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Dieser Film ist einfach scheiße. Das ist ja sogar pure Scheiße. Und nachdem ich von BVS halt so krass verprellt wurde, waren meine Hoffnungen eigentlich tot. Ich habe gedacht, da kommt nichts mehr. Und dann habe ich aber gehört, dass Joss Whedon, der Regisseur von Avengers, übergelaufen ist zu Warner Brothers, wenn man so möchte. Und dass der nach dem Ausstieg von Zack Snyder nochmal große Nachdrehs für Justice League anbeordert hat. Und den Film nochmal seinen eigenen Stempel so ein bisschen aufdrückt. Und da hatte ich dann echt so langsam wieder Hoffnung bekommen. Ich muss auch ehrlich sagen, nicht alles an dem Film ist schlecht, aber vieles. Fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. Tatsächlich orientiert sich die grobe Story des Films relativ nah an der Justice League des New 52. Im Prinzip das allererste Auftreten der Justice League, wie sie im New 52 nochmal neu aufgezogen wurde in den Comics, wird hier ganz grob nochmal uns in Filmform serviert. Und das fand ich eigentlich relativ gut. Besonders die Story von Cyborg wird hier wirklich gut aufgegriffen und auch wirklich sehr comicnah erzählt. Sie haben da eigentlich nicht viel dumm geändert, wie das in solchen Comic-Verfilmungen normalerweise an der Tagesordnung ist. Nein, hier bekommt man wirklich fast genau das, was man in den Comics sieht, nochmal in Filmform präsentiert. Und das fand ich echt super. Das Problem, was es hier aber betreffend Cyborg gibt, ist einfach, dass seine Story zwar anfangs gut erzählt wird, aber sie dann gegen Ende des Films nirgendwo mehr so wirklich hinläuft. Und das ist eigentlich grob bei fast allen Charakteren in diesem Film, die jetzt nochmal neu hineingeworfen werden, genauso. Nehmen wir hier als weiteres Beispiel zum Beispiel Aquaman. Gespielt von Jason Momoa, den meisten von euch wahrscheinlich eher bekannt als Khal Drogo aus Game of Thrones. Wer sich so ein bisschen in der heutigen Popkultur auskennt und Sachen wie Big Bang Theory und Family Guy guckt, der hat wahrscheinlich eine ganz bestimmte Meinung von Aquaman. Ich sagte es schon und ich sage es wieder. Aquaman ist scheiße. Und dass so die allgemeine Meinung des Casual Fans über Aquaman ist, das weiß auch Warner Brothers und das weiß auch DC. Und DC versucht schon seit vielen Jahren, wirklich seit vielen, vielen Jahren, Aquaman richtig krass badass in den Comics zu machen. Und in den Comics ist er das auch wirklich schon längst. Aquaman ist da keine Witzfigur, wie euch das andere Sachen suggerieren wollen. DC ist jetzt hier noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich gedacht, wir machen Aquaman zu so einer richtig harten Drecksau. Oder der musst du den angucken und dann müssen deine Nippel hart werden. Ja.
Und ich muss sagen, das funktioniert in dem Film auch wirklich gut. Ich glaube, nachdem man diesen Film gesehen hat, hat niemand mehr eine, ich sag mal, schlechte Meinung über Aquaman. Denn der kommt wirklich als harter Hund rüber. An manchen Stellen, muss ich sagen, war es mir schon so ein bisschen too much. Wo man einfach so versucht hat, so die Coolness und die Männlichkeit zu sehr dem Zuschauer ins Gesicht zu prügeln. Aber alles in allem war das schon okay. Schade nur, dass um den Plot herum vom Aquaman meiner Meinung nach eine in diesem Film vollkommen unnütze Figur eingeführt wird. Und das ist Mera. Mera ist auch eine Atlantierin. Atlantinese? Atlantaner? Atlantenmensch. Ariel! Eine Person, die auch aus Atlantis stammt und in Atlantis lebt. Und sie ist eigentlich sehr wichtig für die weitere Geschichte von Aquaman, da sie später seine Frau wird und sie zusammen auch Kinder haben. Aber in diesem Film, außer dass sie uns mal sagt, dass Aquaman keinen Bock hat, gerade im Moment noch zumindest, in Atlantis zu sein, erfüllt die absolut keinen Zweck. Und das ist so mal wieder das Glanzbild einer überhasteten, überquirlten, überdumpfen Scheiß-Cameo, die einfach nicht hätte sein müssen. Witzig ist dabei, dass Warner Bros. Mittlerweile aber anscheinend verstanden hat, wie es denn eigentlich richtig geht. Denn später gibt es im Film noch andere Cameos, die in Ordnung sind. So oder so, Aquaman wird in diesem Film zu dem Thor-Pendant, was es bei Marvel gibt, gemacht. Und er ist auch wirklich nützlich für die Gruppe und er teilt richtig aus und ist, ja, wirklich eine Hilfe und nicht das, was sich vielleicht viele von euch unter Aquaman vorstellen würden. Hilfe! Hilfe! Vergewaltigung! Schrei so viel du willst, hier kann dich niemand hören. Ich schon! Aquaman, Hilfe! Hey! Hey! Hey, lass sie los! Und wenn nicht? Dann, ich weiß nicht, aber du kannst froh sein, dass du das nicht hier drüben machst. Im Ozean. Sonst würde ich dich aufhalten. Um Gottes Willen, hilf mir! Tu doch irgendwas! Wenn du keine Seesterne magst, wirst du gleich ganz schön sauer werden. Der Charakter, der aber scheinbar im Verhältnis zu den ganzen anderen neuen Charakteren in diesem Film die meiste Screentime bekommt und auch am meisten hervorgehoben wird, ist Barry Allen bzw. der Flash. Er wird hier zum wirklich notwendigen Comic Relief gemacht, also demjenigen, der die Witze oder den Witz in diesen Film bringt. Und sie versuchen hier hart Barry Allen zu einem Nerd zu machen, was, wenn man mich fragt, jetzt erstmal gar nicht so schlimm ist. Ich meine, in der Szene, die man auch schon aus dem Trailer kannte, wo Batman auf einmal bei dem Flash zu Hause ist, sieht man im Hintergrund eine Rick and Morty Episode laufen. Und das macht ihn für mich zumindest ziemlich sympathisch. Wubba-lubba-dub-dub! Trotzdem muss ich sagen, dass das halt absolut nicht dem Charakter von Barry Allen entspricht. Auch wenn mir das persönlich ganz gut gefallen hat, war das eigentlich wieder ein komplett anderer Mensch. Er war mehr so drauf wie Wally West, der zweite Flash, und deswegen kann ich das noch verkraften. Sie haben halt die Persönlichkeit von einem Flash auf den anderen Flash übertragen. Ist okay für mich soweit. Kann ich mitleben. Aber eine Sache, mit der ich überhaupt nicht leben kann, und viele von euch werden jetzt sagen, das ist doch vollkommen irrelevant und Schwachsinn. Aber nein, ist es nicht. Und ich erkläre euch gerne auch, warum das wichtig ist. Das ist der Fakt, dass die Blitze, die Flash, wenn er losläuft, absondert, blau sind. Ja, aber was ist denn los? Das, Blitze sind doch blau. Wir sind hier nicht bei Pokémon. Das ist doch kein Flash-Katschu. In den Comics gibt es natürlich nicht nur den Flash, der die Speedforce nutzt und diese Superkräfte der Supergeschwindigkeit hat. Nein, es gibt auch noch andere Charaktere, auch noch andere Speedster, die auch die Speedforce anzapfen. Das Ding hierbei ist, dass je nachdem, welche Farbe die Blitze, die um einen herumzucken, haben, dass das ein Zeichen oder ein Merkmal dafür ist, wie stark diese Person ist und wie schnell diese Person ist und wie viel Macht sie einfach hat. Es gibt da einfach Charaktere, die haben blaue Blitze, die haben weiße Blitze, die haben gelbe Blitze, die haben rote Blitze und was weiß ich denn noch? Barry Allen, der Flash, hat eigentlich am Anfang gelbe Blitze. Die werden dann später orangemäßig, bis sie dann später blau werden. Das verdeutlicht halt seine Kraft. Ich meine, es ist nicht ganz so, aber schon so ein bisschen wie die Lichtschwertfarben in Star Wars. Und da würden sich die Leute auch tierisch über aufregen, wenn die auf einmal nicht mehr passen würden.
Und das Ding ist halt, dass so ein kleines Detail, was jedem, der die Comics liest, sofort auffallen sollte und dass das auch natürlich jedem bewusst sein sollte, der Jahre damit verbringt, diesen Film zu produzieren, diesen Film zu machen und die Special Effects in diesem Film einzubauen. Das sollte jedem auffallen, dass man so ein Detail, was auch eigentlich auf dem ersten Blick unscheinbar ist, aber später weitreichende Folgen hat, ignoriert und falsch darstellt. Das zeigt für mich mal persönlich wieder die Haltung, die Warner Brothers diesen Film gegenüber hat, dass die einfach nicht an Continuity und an Worldbuilding wirklich interessiert sind. Nicht so wie das Disney und Marvel machen, die sich wirklich darüber Gedanken machen und auf kleine Details wirklich achten. Natürlich kann man sich künstlerische und kreative Freiheiten nehmen und bestimmte Dinge verändern, aber dass man das so macht, dafür so anscheinend ignorant ist, nur weil man vielleicht irgendwie so gedacht hat, ey du, ich finde blaue Blitze sehen viel cooler aus. Ey, ganz ehrlich, das ist für mich, wenn ich so ein Franchise versuchen würde aufzubauen, einfach grob fahrlässig, Mann. Aber gut, ich möchte jetzt noch nicht zu viel ragen. Ich habe ja gesagt, eigentlich habe ich ja gesagt, ich fange erstmal mit den guten Sachen an. Tatsächlich hat der Flash eine richtig coole Kampfszene in der Mitte des Films ungefähr. Ich sage noch nicht, gegen wen er da irgendwie kämpft, aber jedenfalls ist das wirklich cool in Szene gesetzt. Und das ist irgendwie so ein starker Kontrast, weil einige Kampfszenen sind wirklich richtig geil und richtig gut gemacht. Und dann gibt es wieder andere, die totale Scheiße sind. Naja, immerhin, diese eine Flash-Szene fand ich richtig gut. Ich fand, die hat richtig viel Gewicht gehabt und es hat mir einfach wirklich Spaß gemacht, mir das anzugucken. Eine Sache, die ich aber wirklich noch lobend hervorheben muss, weil sie nämlich auch einfach ein ziemlich kleines Detail ist und ein ziemlich cooles Detail, wie ich finde, und etwas, was, wenn man es nicht weiß oder wenn man es nicht in seinem Gehirn eingebrannt hat, so wie ich, dass das einem dann vielleicht gar nicht auffällt. Und das ist nämlich die Musik. Wir haben in bestimmten Szenen die Vermengung von neuer Musik mit alter Musik. So hören wir zum Beispiel in einer coolen Batman-Szene ganz leicht im Hintergrund, vermengt mit der neuen Musik, das alte Batman-Team von 1989. Und an einer anderen Stelle hören wir dann tatsächlich das alte Superman-Team von 1978. Und das ist dann halt wieder eine Sache, die ich ziemlich zwiespältig finde, weil ich habe ja eben gerade erst gesagt, dass sie anscheinend einen Fick darauf geben, ob sie auf kleine Details achten. Und dann hast du wieder sowas in dem Film. Das ist für mich ziemlich verwirrend. Ich weiß nicht, inwieweit vielleicht das ein oder andere, wie zum Beispiel jetzt diese Musik, vielleicht nur noch mit reingekommen ist, weil Joss Whedon daran mitgearbeitet hat. Ich weiß es nicht. Es würde mich mega interessieren, wenn man vielleicht irgendwann später mal erfährt, was Joss Whedon wirklich noch zu Justice League beigetragen hat. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass genau das zum Beispiel sein Einfluss war. Natürlich könnte es aber auch einfach nur sein, dass er sehr viel Humor in den Film mit hereingebracht hat. Denn tatsächlich gibt es in diesem DC-Film sehr viel Humor. Ich muss dazu sagen, die eine Hälfte war tatsächlich lustig. Es gab einige Momente, wo ich wirklich lachen musste und die wirklich gut ankamen. Aber auf der anderen Seite gab es mindestens genauso viele Momente, wenn nicht noch mehr, wo ich einfach nur so da gesessen habe und gedacht habe, sollte das jetzt lustig sein? Ich meine, da ist jetzt eine Pause gerade in dem Gespräch, so als ob ich lachen sollte. So. Ich bin verwirrt. Ich meine, das ist schön und gut, wenn sie jetzt einfach ein paar mehr Lacher drin haben. Ich meine, wer lacht nicht gern? Aber ich habe das schon in, ich glaube, meiner Wonder Woman Review gesagt und bestimmt auch in meiner Batman v Superman Review. Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg für DC. Es kam mir wirklich hart vor, als ob sie jetzt nochmal versucht haben, krass das Erfolgskonzept von Marvel zu kopieren. Und das ist richtig schade. Ich sag dazu später aber nochmal was. Man hat halt einfach so den Eindruck, als wüssten die nicht so richtig, wo sie hinwollen. Dieser ganze Film macht auf mich so einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite wollen sie noch versuchen, so ein bisschen das weiterzufahren, was sie mit Man of Steel und Batman v Superman gemacht haben. Und auf der anderen Seite kommt dann so diese Marvel-dumme Situationskomik da irgendwie so rein. Und irgendwie passt das nicht so richtig. Und ich war von manchen Sachen,
die aufeinander folgten und im Ton so unterschiedlich waren, einfach total irritiert. Und eine Sache, wo ich mir fast sicher bin, dass das irgendwie noch umgeschrieben wurde, ist die Eröffnungskampfsequenz, sag ich jetzt mal. Ganz am Anfang vom Film hat Wonder Woman eine zugegeben wirklich coole Sequenz, wo sie so eine Art Banküberfall oder Terroranschlag in der Stadt verhindert. Und sie rennt halt in so ein Gebäude rein und räumt dann mit den bösen Jungs auf. Und das ist wirklich cool gemacht und das macht auch Spaß, sich das anzugucken. Nur wie diese Situation aufgelöst wird, ist sehr fragwürdig. Denn es macht für mich so den Eindruck, als ob diese Szene eigentlich für den Flash geschrieben wurde, um ihn irgendwie einzuführen. Denn das, was Wonder Woman da macht, ist nichts, was Wonder Woman normalerweise macht. Das ist etwas, was der Flash machen würde. 1:1. Ich habe wirklich den Verdacht, dass die Szene für den Flash geschrieben wurde, vielleicht zum Teil auch schon abgedreht wurde. Und dann haben sie gemerkt, oh, fuck, die Wonder Woman, ne? Der Film, das war der erste, der von uns richtig gerockt hat. Den haben die Leute gemocht. Ja, scheiße, wir sollten der mehr Wonder Woman geben, den Leuten. Dann lass einfach mal Wonder Woman in andere Szenen reinpacken, wo die gar nicht hingehört. Das passt schon. Wirklich, ohne Mist. Wenn ihr die Szene kennt und ihr wisst, was ich meine, dann denkt nochmal drüber nach. Wie Wonder Woman diese Schurken besiegt, das ist nichts, was typisch Wonder Woman ist. Das ist der Flash, Mann. Und Wonder Woman ist halt nicht der Flash. Ich nenne sowas Inkonsistenz. Aber gut, kommen wir zu einer weiteren Gemeinsamkeit zwischen Justice League und Marvel-Filmen. Das ist nämlich der unfassbar schlechte Schurke. Alter Schwede, ist Steppenwolf Kacke. Sowas von Kacke. Ich meine, dass Marvel keine interessanten oder guten Schurken hat, das ist ja nun wirklich nichts Neues. Und Marvel legt auch einfach nicht den Fokus darauf. Mittlerweile sind wir das ja gewohnt. Aber DC hatte zumindest jetzt mit Man of Steel, mit General Zod, zwar nicht den besten Schurken überhaupt, aber trotzdem doch zumindest noch einen Schurken, der nachvollziehbar war, der gefährlich war und der, finde ich, trotzdem als Gegner eine relativ gute Figur gemacht hat. Und in Batman v Superman hatte man dann halt den Kampf zwischen Batman und Superman und dann Lex Luthor. Das war ja auch alles scheiße, habe ich auch alles gesagt. Trotzdem für mich in BVS noch glaubhafter, zumindest ansatzweise, als das hier. Weil du hast da einfach diesen Typen und der will erobern. Weil er will erobern. Und dabei hat er die Mimik einer Kartoffel. Kartoffeln! Man kocht sie, stampft sie, tut sie in die Suppe. Das ist unfassbar. Ich finde, der sieht so unglaublich scheiße aus. Ist so unglaublich langweilig. Das ist mit der schlimmste Schurke, den ich überhaupt jemals in einem Comicbuchfilm gesehen habe. Wirklich fast alle Marvel-Schurken waren noch besser als Steppenwolf. Ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, ist wohl mit der schlechteste Malekith aus Thor The Dark World. Aber der hat zumindest die meiste Zeit über seine Fresse gehalten und war dann ein bisschen ansatzweise mysteriös. Aber jedes Mal, wenn dieser Steppenwolf die Fresse aufmacht, denke ich mir, steckt ihn doch bitte irgendwas da rein, damit er nicht mehr reden kann. So, und ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? Er sah scheiße aus. Ich meine damit nicht nur, dass er vom Design her nicht besonders ansprechend oder interessant war. Nein, der Typ war komplett CGI. Also ja, da stand eigentlich ein Schauspieler hinter, der so einen Motion-Capture-Anzug anhatte. Aber alles, was wir auf der Leinwand gesehen haben, war komplett CGI. Und es sah oftmals scheiße aus. Aber tatsächlich gibt es Szenen in dem Film, die so unfassbar kacke aussehen. Das ist schon fast eine Unverschämtheit. Ohne Scheiß. Für einen Film, der so viele Millionen Budget hat. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr noch ein Film rauskommt. Na gut, wahrscheinlich Star Wars. Aber außer Star Wars wird, glaube ich, kein Film rauskommen oder ist rausgekommen, der ein höheres Budget hatte als Justice League. Wie kann es sein, dass ein Film bestimmte Sachen mit Computer so unfassbar kacke darstellt? Das ist nicht mehr feierlich. Es gibt tatsächlich viele Szenen, wo Cyborg, der auch außer seinem Gesicht auch komplett CGI ist,
manchmal richtig merkwürdig und richtig kacke aussieht. Der wirkt einfach richtig unecht. Ich glaube, es sollte futuristisch wirken. Es ist ja so ein besonderes Metall, aus dem er gemacht ist und so weiter. Aber das sah zum Teil einfach nur komisch aus. Und es gibt eine Sache, die muss ich ansprechen. Das geht gar nicht anders. Und ja, manche verstehen darunter vielleicht einen Spoiler. Aber meiner Meinung nach ist das kein Spoiler, weil wenn man mal 5 Minuten über diesen Film nachdenkt, selbst wenn man ihn noch nicht gesehen hat, aber die anderen beiden Teile kennt, dann ist einem bewusst, was da passiert. Und deswegen jetzt nochmal eine kleine Spoilerwarnung, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann skippt einfach mal so circa 1 Minute nach vorne. Aber ich bin mir sicher, ihr wollt das eigentlich hören. Ich will's nicht wissen. Ist das, was ich sagen würde, wenn ich jemals vorhätte, ihn mir anzusehen, diesen schrecklichen Schundfilm? Erzähl weiter. Superman. Superman taucht in dem Film wieder auf, ist wieder am Start. Ich sag jetzt nicht wieso, weshalb, warum. Aber jedenfalls ist Superman später wieder mit von der Partie. Und wie gesagt, das ist kein großer Spoiler. Jeder weiß das. Und tatsächlich ist es so, dass Henry Cavill, der Schauspieler, der Superman spielt, eigentlich schon dabei war, einen neuen Mission Impossible Film zu drehen. Und für diesen Mission Impossible Film hatte er einen wunderschönen Schnurrbart. Und den durfte er sich nicht abrasieren. Und als dann die Nachdrehs anbeordert wurden für Justice League von Joss Whedon und er gesagt hat, hey, wir müssen noch ein paar Szenen drehen, um das alles nochmal ein bisschen umzumodeln, da durfte er tatsächlich aus Vertragsgründen diesen Bart nicht abrasieren. Und ich kann das verstehen, dass das andere Studio nicht möchte, dass ihr Schauspieler jetzt verschandelt wird und dann die Continuity von ihrem Film nicht stimmt. Nur weil Warner Brothers meint, sie müssen jetzt nochmal den zurückholen. Ist auch für mich okay. Aber was die dann gemacht haben ist, die haben in manchen Szenen den Mund von Superman rausgeschnitten und einen komplett computeranimierten Mund drüber gesetzt, sodass man den Schnurrbart von Superman nicht sieht. Und ich dachte am Anfang so, als ich diese News gehört habe, dass das passieren wird in dem Film, dass das nur so in 1-2 kurzen Szenen vielleicht mal drin ist. Aber ich war entsetzt, als ich festgestellt habe, dass das wirklich fast in jeder Superman-Szene, wo er irgendetwas sagt, der voll ist, das ist wirklich fast in jeder Totalaufnahme von Superman, ist dieser komplett hässliche und verstörende CGI-Mond in seiner Fresse. Der Effekt sah manchmal so aus, als wäre er eine sprechende Orange. That's right, it's super annoying orange, the man of peel. Ich will ehrlich sein, ich glaube, vielen Leuten wird das im Kino gar nicht auffallen. Aber ich wusste es vorher und habe natürlich darauf geachtet. Und wenn du es einmal gesehen hast, dann siehst du es immer. Und das ist furchtbar. Und ich konnte Superman in keiner seiner Szenen mehr ernst nehmen, weil ich diesen gruseligen, draufkopierten Mund gesehen habe. Und das ist unfassbar, wie kacke das aussieht. Das ist wirklich dreist, dass eine Firma mit so einem Know-how und so einem Budget so eine Scheiße dahin fabriziert. Aber was noch viel schlimmer ist, weil es nicht irgendwie mit abgelaufenen Deadlines oder Organisation zusammenhängt, sondern wirklich nur auf das Drehbuch zurückzuführen ist. Auf das Drehbuch, wofür man ja monatelang Zeit in Anspruch nimmt, um das zu schreiben und das zu entwickeln. Dieser Film hat ein paar der unfassbar dümmsten und schlechtesten Dialoge, die ich in meinem gesamten Leben gesehen habe. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist richtig furchtbar. Es ist nicht nur der Inhalt, der total Banane ist. Durch den Dialog wird auch produziert, dass Warner Brothers der Meinung ist, dass ihr als Kinozuschauer komplett dumm seid und nicht wisst oder keinen anderen DC-Film gesehen habt und ihr nicht wisst, wie diese Welt funktioniert. Ganz am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, wo Wonder Woman nochmal einen so einem Verbrecher ihr Lasso der Wahrheit erklären muss. Ich meine, come on, what the fuck? Jeder, der Wonder Woman gesehen hat, weiß doch, wie dieses scheiß Lasso funktioniert. Und Wonder Woman war der erfolgreichste Film von DC bisher. Alter, jetzt wirklich mal. Was ist denn da los? Das ist so, als würde euch bei Marvel Thor nach Thor 1 und Avengers in Thor 2 nochmal erklären, dass er ja einen magischen Hammer hat, der nur von Thor hochgehoben werden kann. Alter! Es ist ja nicht so, als hätte man das nochmal in Erinnerung rufen können durch zig andere Situationen, die man hätte schreiben können. Auch verknüpft mit ein paar Gags, die dann auch wirklich, ich glaube, 30 Sekunden später auch genauso kommen.
Und das ist einfach schlimm. Aber das Heftigste, das Allerheftigste war, als in einer sehr, also sie soll zumindest emotional und ruhig sein, in einer ruhigen, emotionalen Szene ein Charakter zum anderen Charakter sagt. Und ich denke mir das jetzt nicht aus und ich übertreibe jetzt auch nicht. Das wurde 1:1 so gesagt, in einer stillen, ernsten Szene sagt eine Person zu der anderen: Du riechst gut. Wie kann man denn? Warum? Ich saß da im Kino mit den paar anderen armen Seelen, die sich mit mir in diesen Kinosaal verirrt hatten. Ihr habt am Anfang den Einspieler gesehen. Und wir haben alle komplett miteinander angefangen, richtig laut loszulachen, weil das so eine absurde Scheiße war. Wer hat sich da hingestellt und gesagt, yo, das ist gut, das können wir so schreiben. Und demnächst verkaufen wir dann unser Justice League Parfüm. Alter, da machen wir einen Reibach mit. Aber hey, ich bin nicht allwissend. Vielleicht gibt's da einfach eine geheime Analogie oder eine geheime Bedeutung, die ich nicht verstehe, die ich nicht begreife. Keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt zu hören, was ihr dazu zu sagen habt. Also, das kann mir keiner verkaufen, dass das irgendwie ansatzweise gut geschriebene Dialoge sind. Das ist wirklich das Kackendreist, was die uns da vorsetzen, Alter. Es sind im Allgemeinen einfach solche Momente, die guten Punkte, die der Film tatsächlich an manchen Stellen hat, einfach wieder mit dem Arsch komplett einreißen und ich diesen gesamten Film nicht ernst nehmen kann. Das ist mir persönlich einfach nicht möglich. Und eine andere Sache, die ich wirklich frevelhaft finde und wo ich mir fast die Haare gerauft habe im Kino, ist eine Sache, die eigentlich mir in Man of Steel und auch noch in Batman wie Superman zumindest zu einem gewissen Grad wirklich gut gefallen hat und die sie jetzt völlig zerstört haben. Ich meine hier die Analogie zu Jesus bzw. Moses oder generell zu einer Messias-Figur und Superman. Es war schon immer so, seit jeher, auch in den Comics, dass Superman so eine Art, ja, göttliche Gestalt ist. Also er ist ja nicht wirklich göttlich, aber die Art und Weise, wie er in den Comics dargestellt wird, wie er in den Erzählungen dargestellt wird, wie er von den Charakteren innerhalb dieser Geschichten wahrgenommen wird, das alles soll versinnbildlichen, so eine Art Messias-Figur ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, wie gesagt, die sie auch in Man of Steel subtil eingearbeitet haben. Und das hat mir damals noch echt gefallen und das habe ich dem Film damals noch echt hoch mit angerechnet. Ich bin der, den Sie suchen. Weißt du, warum Sie hinter dir her sind? Nein, aber dieser General Zod, keiner kann garantieren, dass er Wort hält, wenn ich mich ergebe. Aber wenn die Chance besteht, die Erde zu retten, indem ich mich ihm ausliefere, sollte ich es dann nicht tun. Und auch in Batman wie Superman haben sie zumindest versucht, ansatzweise darzustellen, wie ja manche Leute auf ihn reagieren, dass manche Leute ihn verehren und manche Leute ihn, kann man jetzt drüber sich streiten, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, ihn als eine Art Gottheit ansehen. Wir, die Bevölkerung dieses Planeten, suchen nach einem Retter. 90% der Menschen glauben an eine höhere Macht und jede Religion glaubt an eine Art Messias. Und dann nehmen sie all das und machen es in Justice League wieder komplett kaputt. Zunächst einmal hätte der Film viel besser zeigen sollen, was mit der Welt passiert, wo Superman jetzt nicht mehr da ist nach dem Ende von BVS. Und die machen da einen richtig schlechten Job. Du hast da nur am Anfang irgendwie mal so eine Szene, wo du siehst, dass stinknormale Gammler einen Kiosk versuchen zu überfallen. So what? Passiert jeden Tag, auch wenn Superman da ist. Und dann hast du mal irgendwie eine Zeitung im Bild, wo dann steht, oh, Menschheit befindet sich in Krise. Ja, was für eine Krise? Da ist keine Krise da. Wirklich, es gibt einfach zig Comicbücher, die genau diesen Umstand aufgreifen und perfekt erzählen und zeigen, was mit der Welt los ist,
war, wenn Superman nicht da ist. Selbst Superman Returns hat diesen Plotpoint zumindest ein bisschen aufgegriffen, indem Lois Lane in diesem Film am Anfang einen Artikel schreibt, warum die Welt Superman nicht braucht. Und in diesem Film wird das komplett fallen gelassen. Und dadurch ist auch die Vorarbeit, die sie mit Batman v Superman gemacht haben, für mich komplett nichtig. Aber ja, nee, die haben sich da total Mühe gegeben, das anständig zu machen. Immerhin haben sie ja ganz am Anfang eine Szene, wo zwei Kinder in einem Flashback quasi Superman fragen. Hey Superman, sag mal, steht das S auf deiner Brust wirklich für Hoffnung? Nein, das S steht für Scheiße. Weil das Scheiße war. Fäkalien. Und wenn Superman dann später im Film wieder am Start ist, dann ist diese gesamte Analogie zu einem göttlichen oder einem mystischen oder einem ja, einfach einer nicht erklärbaren Figur auf einmal Frankenstein. Die haben eine Jesusfigur genommen und sie zu Frankenstein gemacht. Wow! Wirklich, darüber kann ich mich so richtig auskotzen. Und deswegen gibt es dazu gleich auch noch was im Spoilerbereich. Aber alles in allem finde ich noch nicht mal die Sache, wie sie es gelöst haben, so schlimm, sondern auch, was das einfach für diese Filmreihe, man könnte schon fast sagen, für diese Superman-Trilogie bedeutet. Wir hatten Man of Steel, dann hatten wir Batman v Superman und jetzt haben wir Justice League. Die ersten beiden Filme bauen was auf und der dritte, der Justice League-Film, ist dann vom Ton und von den Themen, die innerhalb von diesem Film erzählt werden und thematisiert werden, so anders, dass das in sich betrachtet einfach für mich ein richtig krasser Stilbruch wirklich schon war. Dieser Film reiht sich meiner Meinung nach überhaupt nicht gut in die ersten beiden Filme mit ein. Ich meine, ja, Man of Steel ging noch, aber Batman v Superman war scheiße. Ja, ist ja okay, habe ich auch vorher gesagt. Und warum sollte man etwas, was scheiße ist, weiter scheiße machen? Aber das, was sie gemacht haben, ist für mich der falsche Ansatz. Sie haben ihre eigenen Prinzipien verraten mit diesem Film. Sie haben jetzt wirklich nur einfach versucht, total stumpf Marvel zu kopieren und die Sachen, die anscheinend schon abgedreht waren und nicht mehr geändert werden konnten, haben sie drin gelassen. Und weiß ich nicht. Ich würde die ja noch wirklich zu einem gewissen Grad respektieren, wenn sie einfach sagen würden, ey, wisst ihr was, ihr findet unsere Filme vielleicht scheiße, aber wir haben einen eigenen Stil und den wollen wir durchziehen. Und deswegen machen wir das so. Wenn euch das nicht gefällt, okay, dann halt nicht. Aber wir glauben, das ist der richtige Weg und deswegen machen wir das weiter. Aber stattdessen haben die sich jetzt hier mit Justice League so gesagt, fuck, boah, scheiße, Mann, Alter, wir verkacken richtig. Die Leute wollen unsere Filme nicht sehen, wir haben so viel Geld investiert, Alter. Das ist, boah, scheiße. Ich werd gefeuert, Alter. Ich habe 3 Hypotheken und mir gerade erst einen Segway gekauft. Wie soll ich das machen? Scheiße. Ach komm, fuck it, Alter. Wir kopieren einfach Marvel, komm. Wir kopieren Marvel, ist mir egal. Wir kopieren Marvel. Ja, gut, okay. Vielleicht eine menschliche Reaktion auf diese gesamte Situation. Aber für mich jetzt als Hobbykritiker, der das jetzt sieht und versucht zu bewerten, ja, ist das halt einfach scheiße, ne? Alles in allem kann ich einfach nur sagen, meine Erwartungen waren nicht hoch. Ich habe kurz doch mal Hoffnung gehabt, dass das jetzt besser wird, wenn Joss Whedon nah am Start ist. Aber ey, es ist die allererste real-filmische Zusammenkunft der Justice League. Der eigentlich die Urmutter der Comicbücher. Und dann liefern sie sowas ab. Für mich ist das einfach alles, was in dem Film passiert, belanglose Scheiße. Das ist alles total vorhersehbar. Wenn ihr die Trailer kennt, dann wisst ihr grob genau, was abgeht. Es gibt wirklich keine Überraschungen mehr in dem Film. Es hätte total episch sein sollen. Es hätte krass sein sollen. Aber es ist einfach nur so vor sich hin plätschernder CGI-Furz mit ein paar Witzen. Und Alter. Aber gut, fassen wir das Ganze doch einfach nochmal zusammen. Der Film ist nicht so kacke wie Batman v Superman. Er ist tatsächlich besser als Batman v Superman. Das heißt aber nicht viel, weil Batman v Superman richtige Scheiße war und dieser Film ist jetzt halt nur belanglose Scheiße. Es ist nicht so schlimm wie alles, was im vorigen Film passiert ist, aber alles, was er uns bietet, ist auch nicht wirklich richtig gut. Ich meine, okay, die 9 Figuren werden akzeptabel und okay eingeführt und die Gruppenchemie
wird zwar manchmal angedeutet, aber sie kommt nie so richtig auf. Ich finde nicht, dass diese Justice League sich wirklich als ein Team anfühlt. Da hatte ich bei Avengers einfach ein viel stärkeres Gruppengefühl. Und ja, der Film ist jetzt deutlich lustiger, ist auch zum Teil wirklich lustig. Es gibt auch wirklich einige Lacher, besonders eine Szene mit Aquaman ist richtig gut, seht ihr dann. Aber es gibt mindestens genauso viele Szenen, die einfach schlecht sind. Unfassbar schlecht. Das CGI ist eine Frechheit zum Teil. Die Dialoge sind unfassbar kacke zum Teil. Und alles in allem ist das einfach nicht der Justice League Film, den wir verdient haben. Das ist nicht der Justice League Film, den wir brauchen. Das ist überhetzte Panikreaktion eines Filmstudios, die nicht wissen, was sie tun, Alter. Also, solltet ihr euch Justice League im Kino ansehen? Ihr ahnt es sicherlich schon. Nein, lasst es bitte bleiben. Ich hatte die Hoffnung, dass jetzt mit Wonder Woman, der ja wirklich okay war, sie ihren Kopf aus dem Sand ziehen und jetzt endlich was Anständiges abliefern. Aber diesen Murks eines Films, ich meine, dieser Film ist nicht wirklich richtig, richtig scheiße. So ist es nicht. Er hat ja wirklich gute Elemente drin. Er ist aber weit davon entfernt, so gut zu sein wie zum Beispiel Wonder Woman. Und ja, es ist, ich finde, ein Film, der richtig scheiße ist, hat zumindest in ein Extrem richtig reingeschossen und volle Punktzahl gemacht. Aber ein Film, der so irgendwie kurz vor der Mitte herumdümpelt, der Durchschnittlichkeit, ist noch fast viel schlimmer, weil der Film hätte, wenn sie sich nur vorher mehr Zeit genommen hätten und Charaktere einzeln eingeführt hätten, richtiges Worldbuilding betrieben hätten und so weiter und so fort, hätte der wirklich gut werden können. Er hat das Potenzial dazu gehabt. Aber sie haben es nicht geschissen gekriegt. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich wirklich keinen Bock mehr drauf habe, irgendeinen Film von Warner Brothers im DC-Universum zu sehen. Wirklich nicht. Das ist schlimm. Ich bin absoluter DC-Comics-Fan, aber so eine Filme verderben mir richtig krass den Spaß daran. Und ich habe jetzt wirklich, wirklich sämtliche Hoffnung für das DCEU verloren. Das war der letzte Strohhalm. Oh meine Fresse. Spart euch bitte euer Geld. Es soll sich in den Verkaufszahlen für die Kinokarten, meiner Meinung nach, sollte es sich ausdrücken, beziehungsweise sollte es sich zeigen, wie scheiße dieser Film wirklich ist, damit sie endlich mal umdenken. Hey, ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie jetzt einige von euch sagen wollen: Aber Bacon, wenn du das von vornherein so scheiße findest, dann guck dir das doch gar nicht an, es zwingt dich doch keiner dazu. Lass die Filme allein, ich finde die okay. Warum machst du sowas? Zerred mir doch nicht den Film. Und dazu kann ich euch nur eins sagen. Ich bin Kino-Jesus. Ich zahle für Hollywoods Sünden, damit ihr es nicht tun müsst. Und mit meiner göttlichen Macht gehen wir nun in den Spoiler-Bereich. Okay, wie sie Superman wiederbeleben. Okay, die nehmen also Superman und tunken seinen Leichnam in diese kryptonische Brühe. Da, wo vorher Doomsday rauskam. Und dann wird er wiederbelebt und das geht natürlich völlig schief. Und er ist auf einmal aggro und keine Ahnung was. Was zur Hölle? Ganz ehrlich, wie kann man denn eine... Wisst ihr, es gibt in den Comics, gibt es mehr als genug Gespräche, zum Beispiel auch zwischen Batman und Superman und anderen Charakteren in dieser Welt, die versuchen zu verstehen, wie Superman denn nach seinem Tod, nachdem er von Doomsday getötet wurde, wiederkommen konnte. Und die offizielle Erklärung war lange Zeit, dass Superman in so einer Art Schockstarre gefallen ist, wie das auch manche Reptilien machen oder so. So eine Art Totenstarre, um einfach dem Gegner vorzugaukeln, hey, ich bin jetzt tot, du kannst jetzt aufhören, mich tot zu machen. Und dass er ja todähnlich war, aber nicht wirklich tot war und dadurch einfach wieder auferstanden ist. In den Comics wird zwar auch so eine komische Maschine und so weiter eingesetzt, das ist aber nicht so plump und nicht so dumm wie da. Mal ganz davon abgesehen, dass das auch später in den Comics alles komplett wieder revidiert wurde und auch, dass alles, dieser Ursprung, seine Wiederauferstehung komplett dafür genutzt wurde, ihn noch mehr zu so einer Art Messias zu machen. Das wurde mehr mystifiziert. Und dann machen sie sowas.
Davon war ich schon verstört. Und einen Moment später stehen dann Lois und Superman auf dem Feld und sie haut einfach raus: Du riechst gut. Kennt ihr die Theorie von Eric Cartman? Vielleicht lebt er ja noch. Nein, im Ernst, das heißt, wenn man stirbt, kackt man sich ein letztes Mal. Ach, vergiss es. Ja, wahrscheinlich hat Superman entsprechend seinem S für Scheiße auf der Brust richtig nach Scheiße gestunken, weil er sich vorher nochmal so richtig schön die Hosen voll gepumpt hat mit Scheiße. Und deswegen sagt sie, du riechst gut. Ganz ehrlich, die Art und Weise, wie er wieder aufersteht und alles drumherum, ist so unfassbar verschenktes Potenzial. Als er in den Comics wiederbelebt wurde, hatte er einen lange Zeit erstmal einen schwarzen Superman-Anzug mit dem silbernen Logo. Und ich hatte gehofft, dass sie das hier so auch machen. Das wurde sogar angeteasert. Henry Cavill hat vor einiger Zeit auf Instagram auf seinem Account ein Foto von einem schwarzen Superman-Anzug sogar gepostet. Und ich dachte, cool, die setzen das um. Und dann ist davon nichts im Film. Und das ist einfach so, oh, das wäre so einfach gewesen, ne? Das irgendwie da reinzupacken, und haben sich dagegen entschlossen. Und ich finde auch die Art und Weise, diese gesamte Story, die sagen, wir wiederbeleben ihn, wir packen ihn in diesen Tümpel, er wacht auf und er ist erstmal total verwirrt und total aggro und dann beruhigt er sich langsam wieder. Das hätte man sich doch nicht an dieser Scheiße herbeiziehen müssen, wenn sie wirklich in den Comics geblieben wären. Und sie auch sagen, hey, wir machen noch einen Batman-Film. Wir wollen einfach mal Worldbuilding betreiben. Wir wollen hier und da Referenzen schaffen und machen und tun, um die Welt einfach reichhaltiger zu machen. Da hätte es eine ganz einfache Lösung gegeben. Eine verfickte Lazarusgrube von Ra's al Ghul. In den Comics ist es so, dass Ra's al Ghul als Gegner von Batman schon mehrere Jahrhunderte, wenn nicht sogar 1000 Jahre alt ist, wenn ich mich nicht täusche. Und er schafft das, indem er immer wieder in so eine Lazarusgrube springt, wenn er kurz vorm Sterben ist. Diese erneuert ihn und heilt ihn, macht ihn aber mit jeder Nutzung mental schwächer. Also es ist so, dass wenn er gerade frisch aus dieser Lazarusgrube rauskommt wieder, er total aggro ist, nicht weiß, wo er ist, und er erstmal anfängt, alle Leute anzugreifen und abzuschlachten um ihn herum. Und das legt sich dann mit der Zeit wieder. Aber es ist quasi so, dass er jedes Mal, wenn er stirbt, einen Teil von sich zurücklässt. Und er immer weniger wird. Und es ist so simpel, weil alles, was in diesem Film passiert, hätte man 1:1 auf eine Lazarusgrube schieben können. Hättest du schon irgendwie Ra's al Ghul eingeführt für einen Batman-Film, hättest Worldbuilding betrieben, die Fans hätten sich gefreut, cool, Lazarusgrube. Und in einem späteren Film hätte man das noch weiter erklären können. Fertig, rumsbums, aus die Maus. Aber nö, sie haben sich für so eine Frankenstein-Lösung entschieden. Boah, das regt mich richtig auf, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine andere Sache, die mich echt gestört hat, war am Ende des Films, was ist mit diesen verfickten Motherboxen? Was ist mit denen? Vorher wird im Film total der große Hehl darum gemacht, dass sie diese scheiß Motherboxen finden müssen, bevor Steppenwolf das tut, weil das ist halt eine Verbindung zu den Bösen und hast du nicht gesehen und die können da mit auf die Erde kommen oder das wäre total doof und so weiter und so fort. Und dann nach dem finalen Kampf sind die einfach weg und sie werden kein einziges Mal erwähnt. Sie wurden ja nicht zerstört. Sie wurden ja nur von Cyborg und Superman auseinandergedrückt. Wo sind die hin? Ist denen das nicht wichtig, dass man das nochmal erklärt? Nö, so rote Fäden von der Story und so, da wollen die nicht zu Ende führen. Das ist ja Anfänger machen das. Anfänger. Deswegen erzählt man auch nicht die Story von Cyborg zu Ende. Nee. Die machen sowas nicht. Aber gut, okay. Kommen wir mal zu Foreshadowings oder Sachen, die angeteasert wurden oder Easter Eggs. Gerade auch in Bezug auf Cyborg. Es wurde ja gesagt, was ist eigentlich mit Cyborg? Kann es sein, dass er eine Art Spion ist? Kann es sein, dass diese Motherbox, die eigentlich in ihm drin ist oder zu der er aus 75% jetzt besteht, gefährlich für die anderen werden könnte? Aquaman sagt das ja in einer Szene und das ist auch vollkommen berechtigt. Denn ja, in den Comics ist es auch so, das wird später richtig gefährlich mit dem Typen. Ich weiß nicht, ob sie das später nochmal mit ausbauen wollen oder ob sie es nicht machen. Aber auf jeden Fall wurde für mich jetzt die Möglichkeit aufgemacht, dass in einem späteren Film Grit kommt. Grit ist quasi die KI der Motherbox in Cyborg selbst drin, die auch in ihm halt lebt, die sich irgendwann von ihm abspaltet und sagt so, ja, ich will kein Mensch mehr sein, du gehst mir voll auf die Nüsse, ich bin besser als du und ich mache jetzt mit den Bösen gemeinsame Sache. Hatten wir zum Beispiel in den Comics in Forever Evil, da passiert nämlich genau das. Und auch in Injustice 2 wird das ansatzweise so ein bisschen dargestellt. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir später Grit in einem weiteren DC-Film sehen.
Dann die Batfleck-Kontroverse. Ja, was ist denn da los mit Ben Affleck? Mal heißt es, er spielt Batman bis zum Ende seiner Tage. Dann heißt es wieder, er ist schon ausgestiegen letzte Woche im Prinzip und er tut nur noch so, als würde er da mitmachen. Man weiß es nicht. Es ist ein ewiges Hin und Her. Er sollte zuerst einen eigenen Batman-Film schreiben und ihn auch drehen. Dann durfte er ihn auf einmal nicht mehr schreiben. Dann durfte er ihn auf einmal nicht mehr drehen. Dann wurde alles über den Haufen geworfen. Und jetzt sagt er so, mal gucken, ob ich das mache. Auf der Comic-Con hat er wiederum gesagt, er ist stolz darauf, Batman zu sein. Und er möchte immer Batman sein. Und jetzt gibt es schon wieder neue Gerüchte, die besagen, dass er möglichst schnell das DCEU verlassen will. Weil vielleicht auch einfach nur Ben Affleck mittlerweile checkt, in was für eine Scheiße er da geraten ist, in was für ein scheiß Franchise, dass es von fast allen Leuten gehatet wird und vollkommen verständliche Reaktion, dass er da raus möchte. Die haben das in dem Film auch schon so ein bisschen wieder angeteasert. In der zweiten Hälfte des Films sagt Batman nämlich so zu Wonder Woman, dass er das schon seit 20 Jahren macht, also dieses ganze Verbrechungsbekämpfen-Zeugs und dass er das nicht ewig machen kann und dass er langsam zu alt für diese Scheiße wird. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie da schon das Publikum so ein bisschen darauf vorbereiten möchten, dass Ben Affleck bald nicht mehr Batman ist. Aber sie können das jetzt eigentlich relativ glaubwürdig verpacken, denn wie wir jetzt alle wissen, ist Darkseid unterwegs, nachdem Steppenwolf jetzt gescheitert ist. Er erwähnt ihn auch irgendwo im Film, er sagt ja von wegen, ja, für Darkseid! Und erwähnt ihn halt einfach. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und in der Storyline, wo Darkseid auf die Erde kommt und da richtig Rabatz macht, nämlich Final Crisis, ist tatsächlich auch dieselbe Storyline, in der Darkseid Batman tötet. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das in Justice League 2 dann umsetzen. Dann bringen sie halt Ben Affleck oder geben sie Ben Affleck die Möglichkeit, einfach zu verschwinden. Und wer würde dann der neue Batman werden? Höchstwahrscheinlich Nightwing. Der allererste Robin, der sich dann später von Batman so ein bisschen emanzipiert und dann sagt, ich möchte jetzt mein eigener Superheld sein, ich möchte nicht nur ein Sidekick sein und deswegen wird er zu Nightwing. Und man könnte einen eigenen Batman-Film darum machen, wer denn nun Batmans Nachfolger wird. Man könnte dann nämlich einfach das Comicbuch Battle for the Cowl umsetzen, wo es nämlich genau darum geht, dass alle Verbündeten von Batman sich so ein bisschen darum zoffen oder streiten, wer denn jetzt der rechtmäßige Nachfolger von Batman wird und am Ende gewinnt halt Dick Grayson, der erste Robin, und er wird dann auch eine Zeit lang Batman, bis dieser dann von den Toten wieder aufersteht. Dann mal ein Beispiel für gutes Worldbuilding. Wir haben in dem Flashback, wo man sieht, wo Steppenwolf das erste Mal auf der Erde war und da schon versucht hat, die zu zerstören, da haben wir in der Schlacht, wo die Amazonen und die Menschen und so weiter und die Atlantianer alle irgendwie gegen den kämpfen, haben wir zum Beispiel einen Green Lantern gesehen. Es könnte sein, dass das Salak war. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte eigentlich fast jeder andere Green Lantern gewesen sein. Ich hatte eigentlich auch wirklich damit gerechnet, dass Green Lantern einfach am Ende des Films nochmal da sein wird. War er dann nicht. Ich will mich jetzt nicht beschweren, weil normalerweise bemängel ich ja, dass man zu viele Figuren auf einmal in diesen Film wirft. Aber das Marketing für den Film hat das halt suggeriert. Weil auf bestimmten Postern, zum Beispiel von Aquaman, stand immer drauf, Unite the Seven. Und nur mit Green Lantern sind sie halt 7. Ansonsten sind sie 6. Das macht halt nicht viel Sinn. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie deswegen große Nachdrehs gemacht haben, weil vielleicht wirklich schon in Green Lantern drin war. Und sie sich dann so gedacht haben, ja, das ist doch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob da jetzt meine Fantasie zu sehr mit mir durchgeht, aber ich könnte es mir wirklich vorstellen. Weil ansonsten macht das für mich wenig Sinn. Aber einfach nur am Anfang mal so einen Green Lantern zu zeigen, um den Leuten zu zeigen, ja, die gibt es hier in dem Universum und wir müssen später nochmal erklären, warum die jetzt bei der Schlacht nicht dabei waren oder warum die Erde jetzt gerade keinen richtigen Green Lantern hat, ist eine Story, die sie auch später in dem Film irgendwann angreifen werden, denke ich. Ich glaube, der Green Lantern Corps-Film ist auch angekündigt. Und ja, ich fand, das war eine schöne Art und Weise, die Welt zu erweitern, ohne unnötig Figuren irgendwo reinzuwerfen und anderen Charakteren Screentime zu klauen. Außerdem haben wir noch ein paar Easter Eggs zu Wonder Woman drin, denn in der Schlacht
wo ich auch gerade gesagt habe, wo es den Green Lantern gab, da gab es nämlich auch kurz Zeus zu sehen und auch Ares und auch Artemis. Alles griechische Götter und Ares kennen wir ja schon als großen Bösewicht aus dem Wonder Woman Film. Das könnte man auch in den zukünftigen Wonder Woman Filmen nochmal neu aufgreifen und die nochmal zeigen und erklären, ob sie es machen oder nicht. Sei mal dahingestellt, aber wenn sie es machen, dann fände ich das auch nett, weil das war einfach nur eine kurze Cameo, die waren kurz da, aber die hatten jetzt nicht wirklich viel zu tun oder zu mauscheln und war nicht verwirrend. Nicht so wie halt Mira bei Aquaman. Also das fand ich echt okay. Zu Batman ist noch zu sagen, Alfred erwähnt in einem Gespräch mit Batman explodierende Pinguine. Und das ist selbstverständlich einfach nur eine Referenz zum Pinguin, einem Standard-Batman-Gegner. Und könnte sogar sein, dass sie Referenz nehmen auf den Batman-Film damals von Tim Burton, den zweiten, wo der Pinguin auch der Hauptschurke war. Fand ich ein ganz nettes kleines Easter Egg. Viel interessanter fand ich aber, dass Batman in der allerersten Szene, wo er in Gotham ist und diesen Verbrecher da so ein bisschen foltert und ihm Angst machen möchte, sieht man im Hintergrund eine große Leuchtschrift, wo drauf steht Janus. Und Janus ist das Geschäft, was Black Mask gehört. Und es gibt Gerüchte, dass Black Mask tatsächlich der Gegner für die Gotham City Sirens, für den, ja, Suicide Squad 2, Harley Quinn Film, Schrägstrich, was weiß ich, werden soll. Und das ist dann auch wieder gutes Worldbuilding, weil so hat man nämlich gesehen, hey, da gibt's schon was. Fans bemerken das, so wie ich. Alle anderen ignorieren das vielleicht erstmal und später wird das nochmal aufgegriffen. Und wenn man dann die späteren Filme gesehen hat und man sich den alten vielleicht nochmal anguckt, dann merkt man, ah cool, guck mal, das war da schon mit drin. Ja, das ist gutes Worldbuilding. Warum nicht mehr davon, DC? Warum? Und ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder nicht. Ich müsste den Film jetzt nochmal sehen, um es mit Sicherheit zu sagen. Aber ich glaube, Commissioner Gordon oder ein Polizist hat irgendwie den Namen Crispus Allen fallen lassen. Und das ist ziemlich interessant, weil Crispus Allen ist The Spectre. Und Spectre ist im Prinzip DCs Version vom Ghost Rider, wenn ihr so wollt. Er ist ein übermenschliches, mystisches Unterweltswesen, das die Nicht-Rechtschaffenden richtet. So eine Art Phantom, Geist, was auch immer. Und der ist ziemlich stark und ein ziemliches Powerhouse. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie den anteasern, aber ich bin mir auch nicht sicher, wirklich. Verbessert mich in den Kommentaren, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, aber ich meine, ich habe den Namen gehört. Und dann natürlich noch die offensichtlichste Referenz, das ist eigentlich gar kein Easter Egg und eigentlich ist auch keine Referenz, eigentlich war es nur Teil der Story, waren die New Gods. Steppenwolf sagt ja, er selber gehört zu den New Gods. Und Kurzfassung ist, das sind ähnlich wie das bei Marvel mit Asgard ist, eine Rasse von physischen, mächtigen, ultrakrassen Göttern, die in dem Universum von DC leben und die alle leben auf dem Planeten Apokalypse. Nicht zu verwechseln mit dem Planeten Nerdkalypse. Und die sind gespalten in gute Götter und böse Götter. Und Steppenwolf und Darkseid gehören halt zu den bösen Göttern. Und Darkseid ist so ziemlich der mieseste Motherfucker, den das DC-Universum zu bieten hat. Wenn es einen übergeordneten großen Bösewicht gibt, dann ist das Darkseid. Tatsächlich ist Thanos von Marvel nur eine Kopie von Darkseid von DC. Und der Typ ist ultra, mega, hyper, mega mächtig. Auch Superman kriegt meistens nur die Fresse von dem poliert, weil der Typ so heftig ist. Und ich fand es ganz nice, dass sie da eine bestimmte Sache angeteasert haben. Denn Steppenwolf sagt zu der Amazonenkönigin Hippolyta: Wartet ab, wenn er kommt, dann werdet ihr ihn lieben. Und das ist eine ganz klare Referenz zu Darkseids Anti-Life-Equation. Diese ermöglicht es ihm quasi mit Mathematik, dem spannendsten, was es in unserer Welt gibt, nicht, die Leute quasi zu kontrollieren, ihren Geist zu beherrschen, sie zu hypnotisieren, wenn ihr so wollt, quasi die Gefüge, die Realität selbst zu beeinflussen. Und mit dieser schafft er es dann halt, auch in Final Crisis, was ich euch vorhin gezeigt habe, wenn er auf die Erde kommt, die Menschen wirklich glauben zu lassen, dass sie ihn super finden, dass sie ihn lieben, dass sie alle sagen, Darkseid ist der geilste Stecher im ganzen Universum und wir wollen zu seiner Gang gehören. Und deswegen wird er mal eben halt der Beherrscher von allem. Und das wurde für mich hier schon ganz deutlich angeteasert. Und er macht solche komischen
Geistestricks auch sehr oft mit Superman tatsächlich. Und wir haben ja auch schon in Batman wie Superman diese Albtraumsequenz gesehen und da war das riesige Omega-Symbol von Darkseid im Sand. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es könnte sein, dass diese Zukunftsvision halt gar nicht darauf zurückzuführen ist, dass Superman an sich böse wird, weil er keinen Bock mehr hat, sondern weil Darkseid einfach am Start ist und Darkseid auch Superman dahin manipuliert, dass er dann jetzt so am Rad dreht, dass es gar nicht Supermans eigene Schuld ist. Aber ja, das werden wir ja vielleicht noch irgendwann mal in irgendeinem Film sehen. Oder auch nicht, weil DC mal sehr gerne komplett seine Pläne über den Haufen wirft. Jetzt gibt's noch eine Sache, die vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen könnte bei dem einen oder anderen Kinozuschauer. Die Motherboxen am Ende fangen ja an, den Planeten zu terraformen. Also sie versuchen, die Erde in einen Planeten oder eine Kopie von Apokolips zu verändern, sodass dieser Planet genauso ist wie der, von dem Steppenwolf und Darkseid kommen. Und das ist halt dieses glühende, mit Lava durchzogene, unwirkliche, postapokalyptische Land. Und nachdem sie die Motherboxen zerstören oder auseinandertreiben, fangen da auf einmal an, Blümchen zu wachsen. Und warum wachsen da jetzt auf einmal Blümchen? Das ist tatsächlich eine ziemlich clevere Referenz, denn die New Gods sind halt, wie gesagt, schon in zwei Lager geteilt. Die Bösen und die Guten. Die Bösen leben auf Apokolips, die Guten, wie zum Beispiel Orion, leben auf New Genesis, also Neugenesis. Und Neugenesis ist halt so ein schönes Schlaraffenland, was super schön ist und anscheinend hat das Eingreifen von Superman und der Justice League diese Motherboxen wohl irgendwie ins Gegenteil umgekehrt. Und die haben jetzt wohl angefangen bei dem Kampfschauplatz den Planeten zumindest in diesem Umkreis halt auch zu terraformen und einfach auf Neugenesis zu terraformen. Ja, dann haben wir tatsächlich noch zwei Secret Endings. Wieder etwas, was sie von Marvel kopieren. Hey! Das erste Secret Ending ist zwar nett für Comicbuchleser, das Rennen zwischen Flash und Superman. Und das ist wirklich so eine Art, Achtung, Wortwitz, Running Gag. Okay, Entschuldigung. denn in den Comics gibt es tatsächlich immer mal wieder, dass Flash und Superman ein Rennen miteinander machen. Und es wird oftmals nicht so richtig geklärt, wer denn jetzt der Sieger ist. Ich nehme es vorweg, der Flash ist, wenn er wirklich sein ganzes Potenzial ausschöpft, schneller. Auch wenn Superman rein theoretisch unendliches Potenzial hat. Aber ja, trotzdem, der Flash ist schneller. Und es war lustig, das zu sehen, aber auch so ein bisschen verwirrend, weil auch alleine durch diese Post-Credit-Szene, ich habe das, glaube ich, vorhin schon gesagt, der Flash bekommt einfach von allen Charakteren, allen neuen Charakteren, so viel mehr Aufmerksamkeit als alle anderen. Das finde ich irgendwie komisch. Es ist nicht so, dass ich den Flash nicht mag. Ich mag den. Aber ich finde das komisch. Die Balance wird dafür für mich nicht gehalten. Ansonsten bringt diese Szene das Universum oder die Filme überhaupt nicht voran. Komplett Nutz. Ich meine, ja, es war ein netter kleiner Gag, aber ansonsten völlig für die Füße. Und dann haben wir die zweite Post-Credit-Szene und dann musste ich leider nochmal Lex Luthor sehen. Ich hasse diesen Bastard, ne? Also wirklich, diese Filmfigur ist so schlimm und so schlecht, es ist furchtbar. Aber gut, okay. Dann haben wir wieder Jesse Eisenberg als Lex Luthor gesehen. Und wen hatte er im Schlepptau? Deathstroke. Und Deathstroke ist ein ziemlich cooler Charakter. Deathstroke ist so eine Art, ja, wenn ihr so wollt, böser Captain America im DC-Universum. Er wurde auch durch so eine super Soldatenformel verändert. Er ist besonders stark, besonders schnell, hat eine höhere Intelligenz, ist ein mega taktischer, gut aufgestellter Soldat. Er ist ein sehr, sehr beliebter Gegner im DC-Universum und tatsächlich ist, und jetzt kommt's, Deadpool eine komplette Parodie auf Deathstroke. Deathstroke heißt Slade Wilson und deswegen heißt Deadpool Wade Wilson. Also ihr seht schon, was sie da gemacht haben. Deathstroke war in den 80ern und 90ern so krass beliebt, dass Marvel sich einfach nur so gedacht hat, ja, den ziehen wir mal durch den Kakao jetzt. Ja, und dann haben sie halt einfach mal Deadpool erschaffen. Gott sei Dank haben sie das gemacht, denn Deadpool ist super. Ja, auf jeden Fall ist Deathstroke wahrscheinlich der Gegner im kommenden Batman-Solo-Film. Und deswegen haben sie ihn jetzt schon angeteasert. Das finde ich in Ordnung, so funktioniert das, beziehungsweise so macht Marvel das ja auch, indem sie einfach Charaktere vorher schon zeigen, in der Post-Credit-Szene oder so. Also ich bin gespannt, Deathstroke zu sehen, ihn in Aktion zu sehen, wie die Kämpfe ablaufen, denn er ist wirklich schon ziemlich cool eigentlich.
Und ja, was Lex Luthor da macht, ist, er bietet ihm ja im Prinzip einen Posten in seinem Team an. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fängt Lex Luthor an, seine Secret Society of Supervillains zu gründen oder seine Legion of Doom. Eins von beiden. Kommt auf selbe hinaus, das ist so eine Art böse Justice League, die Lex Luthor aus größeren Feinden zusammenstellt. Und da sind jede Menge Charaktere drin. Wir haben da zum Beispiel natürlich Lex Luthor, dann haben wir Gorilla Grodd, dann haben wir Sinestro, dann haben wir Cheetah, dann haben wir Poison Ivy und sogar solche Kackbratzen wie Captain Boomerang. Da ist also richtig viel Potenzial drin, auch eine Gegnerallianz zu schaffen, die in weiteren Filmen von Bedeutung sein könnte. Schön und gut, aber ich hab's doch vorhin gesagt, mich juckt das jetzt echt gar nicht mehr. Das ist richtig schade und richtig schlimm. Aber ich habe jetzt nach diesem Film so komplett die Lust auf alles, was damit in den Filmen zu tun hat, verloren. Der Batman-Film interessiert mich noch, weil, wie gesagt, Ben Affleck als Batman finde ich echt gut. Aber alles andere, soll haben, wer will. Schlimm, er ist zwar nicht für sich alleinstehend, für sich alleine als Film betrachtet, ist er definitiv nicht so schlimm wie Batman wie Superman. Das wäre echt ungerecht, die beiden Filme auf eine Stufe zu stellen. Aber für das Gesamtkonzept, für das gesamte DCEU, für alles, was sie jetzt in den kommenden Jahren noch machen, für alles, was dieser Film symbolisiert, für alles, was dieser Film gemacht hat, dafür, dass dieser Film einfach nur eine schlechte Marvel-Kopie ist, ja, dafür finde ich den Film wirklich unfassbar schlimm und unfassbar scheiße. Ja, es mag sein, dass das den meisten Kinogängern überhaupt nicht auffällt, die das überhaupt nicht so sehen, die sich da nicht so reinsteigern, wie ich das mache. Aber, Alter, ich finde das richtig furchtbar. Ich finde, aus diesem Standpunkt betrachtet, ist dieser Film sogar noch fast schlimmer als Batman v Superman für mich, weil er einfach auf einer emotionalen Ebene noch mal so viel falsch macht. Alter, und wenn ihr den Film gut findet, ist ja okay. Soll euch gegönnt sein. Aber ich bin richtig stinkig. Und deswegen für jeden, der diesen Film super fand, meine abschließenden Worte. Ja, ich dachte, ihr habt alle Interesse an einer Tatsache über diesen Film, den ihr doch so super findet. Er ist scheiße und ihr seid Idioten, wenn ihr ihn super findet. Wow. Das war ziemlich gemein und ich erwarte, dass du dich dafür entschuldigst. Ist nicht drin, Kowski, Babydoll. Ist nicht drin, Kowski. Ja. Ist nicht drin, Kowski, Babydoll. Ist nicht drin, Kowski. Trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr mich abonnieren wollt, wäre das echt super. Schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr mir sagen wollt. Tschüss mit Ö und haut Bause. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt, ne? Aber scheiße noch eins, ich hab's gesagt. Ich fühle mich so schmutzig, dass ich Geld dafür jetzt ausgegeben habe. Aber ihr wisst schon, ich bin heilig. Ich bin die bessere Jesus-Analogie als Superman selbst in dem Film. Deswegen mach ich das gern.